Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich sehr, dass wir uns wieder begegnen. Bio ist etwas, ein Wort, was wir in den letzten Monaten sehr, sehr viel gebrauchen. Bio, Bioprodukte, Bioladen. Selbst die großen Discounter haben angefangen, eben Bio zu verkaufen. Man hat irgendwie das Gefühl, wenn man irgendwie Bio isst, ist es gesünder und so weiter und so fort. Manchmal sehe ich auch sehr gerne Bio-Sachen. Aber kann Bio uns retten? Das Wort Bio bedeutet Leben. Leben kommt nicht allein von den Bio-Produkten. Wenn man auch vegan ist und so weiter und so fort. Zum Glück bin ich kein Veganer. Aber trotzdem, ist das alles das Leben? Jesus verspricht, dass er das Leben ist. Ja. Er schenkt das Leben. Ich habe verschiedene Religionen kennengelernt. Buddhismus, Hinduismus, Islam. Alle Religionen können nicht Jesus ersetzen. Und deshalb bin ich sehr, sehr gerne Priester geworden. Und ganz besonders, wenn wir eben am 1. Mai diese Aufnahme machen, bin ich auch sehr froh und dankbar für die 12 Jahre, wo ich hier als Pfarrer arbeiten darf. Am 1. Mai 2008 hatte der Erzbischof mich bestellt, hier als Pfarrer zu sein. Und damals waren 3 Gemeinden, Leimen, Nussloch und Gauangeloch. Und seit 2011 bekam ich auch Sandhausen und St. Hilgen. Es ist irgendwie sehr komisch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In meinem gesamten Leben lebe ich in Leimen am längsten. Aber es ist wunderbar. Ich muss sagen, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich durfte viele Menschen begleiten. Und ich freue mich sehr, dass ich als Priester und Seelsorger unterwegs sein darf. Es ist unwahrscheinlich schön, Jesus zu haben und Jesus zu den Menschen zu bringen. Und ich habe irgendwie eine innere, große Verbundenheit mit Jesus. Weil Jesus nicht nur einfach so einer der verschiedenen Götter in dieser Welt ist, sondern er verspricht etwas, was Wichtigeres ist in diesem Leben und im kommenden Leben. Deshalb lade ich euch und Sie ein, mit mir in diese neue Woche zu gehen, trotz allem. Vielleicht gibt es manche Lockerungen nach dieser großen Krise, aber eines dürfen wir nicht vergessen, ohne Jesus ist das Leben nur halb. Tschüss.